Und zurück bei Dead Space. Und ja, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Scheiße. Ich lese einfach mal von der letzten Zeile oben an. Allerdings gibt es, wie bei jedem Kult, auch hier eine dunkle Seite. Unitologen nehmen innerhalb der Kirche Ränge ein. Niemand spricht je darüber, aber die meisten Kritiker glauben, dass es mindestens drei Ränge über dem durchschnittlichen Gläubigen, auch Eingeweihter genannt, gibt. Mit jedem neuen Rang erhält der Anhänger mehr Einblick in die Angelegenheiten innerhalb der Kirche und in Forschungsergebnisse. Wie man als Unitologe aufsteigt? Ganz einfach, indem man der Kirche Geld spendet und Macht verleiht. Aber bei Geldspenden bleibt es nicht. Die Kirche verlangt zudem von ihren Anhängern, dass sie ihr nach ihrem Tod ihre Leiche zur bla 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 ein bisschen weiter runter ihre Leiche zur Verfügung stellen. Warum? Was sie damit machen, das weiß keiner. Und jegliche Versuche, den inneren Kreis zu infiltrieren, sind kläglich gescheitert. Da aber Transformation und Wiedergeburt die Hauptsäulen ihres Glaubens sind, wollen wir die Antwort vielleicht auch gar nicht wissen. Steht das da? Gar nicht wissen. Tatsächlich. Das war mir gerade ein bisschen widersprüchlich, weil sowas will man ja eben nicht wissen. Ein weiteres Gerücht, das sich beharrlich hält, besagt, dass die Kirche Gelder für ein geheimes Schiffsbauprojekt sammelt. Einige behaupten sogar, sie hätten die Flotte gesehen. Es gibt zwar keinerlei dokumentierte Beweise darüber, doch beteuern oder besteuern? Beteuern. Sämtliche angebliche runter Augenzeugen, dass diese Mausoleumsschiffe trotz ihrer enormen Größe, Fortsetzung Seite 94. Ja, die haben wir noch nicht. Was soll das denn? Arschlöcher. Ja, Werkbank. Ah nee, wir haben gar keinen Energieknoten mehr. Und hört mal die Hintergrundgeräusche. Ich gehe mal ein bisschen an die Boxen ran. Ich weiß nicht, ob das laut genug ist, ob das laut genug ist, dass ihr das hört, aber du hast die ganze Zeit eine Frau am Singen. Twinkle, twinkle, little star. Wer bist du denn? Oh, den kennen wir doch. Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf ihre Transformation. Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Der Typ ist doch krank. Sie werden schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen? Der ist tot. Sie sind bereit. Nehmen Sie sie an. Heißen Sie sie willkommen. Psycho. Ja, ich würde jetzt am liebsten rennen, aber ihr kennt es ja. Hier kann man nicht rennen und es macht schön platsch, platsch. Hört ihr ja schön, ne? Bitte warten, immer noch nicht. Geht da noch was vor sich? Tatsache, der bewegt sich. Ja. Ah, jetzt sind die Türen offen. Komisch, komisch, mysteriös. Habe ich ein Medipack? Ja. Ich laufe nicht gern mit gelber Energie rum. Besonders, wenn ich nicht weiß, was hier jetzt kommt. Was willst du eigentlich? Ja, toll, kann ich nicht hochheben. Oder doch? Nein. Oh, hier kann ich schon wieder nicht rennen. Das ist alles sehr praktisch. Oh ja. Und nein, ich hasse sie. Wabbelteile. Von Labbermännern. Und da draußen war gerade irgendwas. Nein, Selbstmörder. Wo sind Lüftungsschächte? Ich will garantiert nicht zu den Lüftungsschächten. Ich will Abstand zu den Lüftungsschächten. Kommst du? Ey, hier müssen irgendwo Lüftungsschächte sein. Sonst wird er jetzt nicht da irgendwo hinkriechen. Scheiße. Da ist ein Lüftungsschacht. Aber er ist anscheinend weg. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt weiter oder nicht? Ich gehe einfach mal hier hin. Impulsprojektil. Und jetzt gehe ich einfach mal runter.
Oh, da war eine Kiste. Labermann. Noch ein Labermann. Geh weg. Geh weg. Ich hasse dich. Ich sehe nichts. Ich sehe echt nichts. Ich habe nichts gesehen. Ich konnte nichts machen. Ich konnte mich nicht bewegen. Der stand vor mir. Der hat mich eingeengt. So schwul sowas. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht nochmal die ganze Videofrequenz gucken. Nein, müssen wir nicht. So. Ich renne jetzt mal fix, wie ich bin, da rüber. Können wir die nicht von hier oben aus anschießen? Ne, von hier oben aus sieht man die gar nicht. Haben die Programmierer mal wieder schlau gelöst. Ich weiß, das sind Selbstmörder. Um die kümmern wir uns nicht. So. Und jetzt wird's ätzend. Ich hasse Labbermänner. Du bleib da hinten. Ah ja, ich habe ja keine Stase mehr. Ah, Oh, ich habe schon gedacht, der hätte mir jetzt den Kopf abgerissen. Das gibt's doch nicht. Jetzt steht der schon wieder da. Ich schlag gerade mal ein bisschen den Weg frei. Ja, schön. Da war ein Medikit und der bringt mich um. Nett. Ach, ihr glaubt mir nicht, wie viel Spaß ich gerade wieder an dem Spiel habe. Was machen die eigentlich? Die sind total nervig. Kann ich die nicht irgendwie kaputt mienen? Also die liegt unten, aber da ist keiner dran. Ja, schön. Ich nehme jetzt mal mein Impulsgewehr. Vielleicht bringt das ja was. Also mal sehen, ob jetzt immer noch Impulsmunition ist. War ja klar, jetzt ist es Strahl. Wieso nicht? Komm. Er hält wahrscheinlich mehr aus als alles andere, was ich bis jetzt gesehen habe. Komm her, du. Diesmal nicht. Komm, kipp um. So, Medikit, nehmen. So, wir laufen ein bisschen. Ah, hier können wir nicht rennen. Schwule Kacke. Das Ding ist hoch, okay. Hier ist wieder frei. Ich hoffe, da explodieren ein paar Viecher. Energieknoten. Das ist doch scheiße. Und die Dinger kann man nicht richtig anvisieren. Also mit keiner Waffe trifft man wirklich. Hier keine Munition mehr. Na toll. Komm. Hier ist schon wieder so ein Vieh. Ja. Ist doch alles schwul hier. Verpisst euch doch einfach. Punching Ball Action. Komm. Jetzt renn, Isaac. Du bist ein Mann, keine Mimöse. Renn, hier kannst du rennen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Abstand. So. Da, noch einer. War's das? Anscheinend. Da hinten kreucht und fleucht nichts mehr. Wir sind extrem angeschlagen. Medipack klein. Hui, ein wirklich grandioser Trost. Was soll man dazu sagen? Puh, wie wär's mit Fickt euch, Leute? Das war knapp. Das war echt knapp. Ein bisschen in Deckung gehen. Und er lebt immer noch. Ist ja toll. Aber wir haben ja eine schöne Waffe gegen sowas. Schon besser. Hoffentlich schlägt er nicht noch. So, das war gerade das erste Kartenteil. Ich konnte gerade leider nicht den Namen richtig sehen, weil ich voreilig E gedrückt habe. Was haben wir hier? Medikit Mittel. Finde ich gut. Kiste. Was haben wir jetzt noch an Munition? Wir brauchen unbedingt Plasmaenergie.
Ja, 25 Schuss circa noch in Reserve und dann noch das Magazin voll. Ja, hier unten ist nichts mehr. Ja, jetzt muss ich wieder noch. Nein, ich muss noch nicht nach oben. Ich nehme erst das mit. So, muss ich jetzt nach oben? Mal gucken, ob hier noch was hinter ist oder so. Da ist nichts. Sieht man noch nicht. Und ich kann nicht weiter als so gehen. Das ist wirklich logisch. Du bist es, Isaac. Du bist der Mann. You are the guy. Boah, erstmal schneiden.